Ja Leute, wie geht's euch? Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute geht's natürlich weiter mit FIFA 19. Wir haben wieder gezockt, die Weekend League und haben endlich, sage ich mal, die 30-0 geknackt. Es hat ein bisschen gedauert, ich habe die Monate auch wirklich sehr viel rumgetestet, viele Formationen, viele Taktiken und ja, viele Anweisungen auch. Denn das Spiel ist halt komplett neu, ne? Zu Gegensatz zu FIFA 18. Deswegen sehr viele neue Funktionen halt und ich habe halt vieles getestet, wie gesagt, gegen Pros zum Beispiel. Gegen Profis schneide ich auch immer auch sehr gut ab, aber zum Beispiel jetzt gegen Casual Gamer hatte ich ein bisschen Probleme dieses Jahr. Letztes Jahr war das nicht so eigentlich, aber dieses Jahr hatte ich am Anfang so ein bisschen Probleme gegen Casual Gamer zu zocken, aber ja, mittlerweile geht es halt und deswegen bin ich einfach zufrieden, dass ich den Druck jetzt ein bisschen gemindert habe, weil, wie gesagt, es ist dann irgendwann psychisch, wenn man das einfach nicht schafft und es ist wirklich auch jede Woche was passiert, deswegen jetzt bin ich halt ein bisschen wieder beruhigt und kann das Ganze einfach normal chillig spielen. Die Weekend League ist eigentlich halt dieses Jahr eigentlich gar nicht relevant, weil zum Beispiel letztes Jahr war das ja so, dass man sich über die Weekend League auf die Cups dann qualifizieren konnte für die Offline-Turnieren. Aber dieses Jahr ist es ja gar nicht so, die Cups sind halt wichtig, es gibt halt Online-Cups, da können halt Spieler mitmachen, die mindestens 27 Siege holen oder ein, zwei Mal die 27 Siege geholt haben, so war das irgendwie, glaube ich. Und das ist eigentlich das Entscheidendste, weil, ja, ich habe mich halt mittlerweile für 3 Turniere qualifiziert und fliege auch gleich, also wenn ich das jetzt hochlade, bin ich schon wahrscheinlich in London. Ich war ja beim ersten FUT Champions Cup, habe die Top 16 in Bukarest schon geschafft und ein bisschen auch Punkte gesammelt, das war halt sehr wichtig für das FIFA E-World Cup, das wird dann wahrscheinlich im August irgendwann stattfinden. Ja, leider 9-8 verloren, ich war aber zufrieden mit meiner Leistung, generell habe ich gegen sehr gute Spieler auch gewonnen. Aber darauf kann man natürlich aufbauen. Ich will halt immer alles gewinnen. Ihr kennt mich ja, Jungs. Das kann ich einfach nicht verheimlichen. Ich bin einfach sehr ehrgeizig. Und ja, mich fuckt das auch natürlich manchmal ab, wenn ich verliere. Aber ich bin halt so und das ist eine gute Einstellung, finde ich. Manche kritisieren das, aber ich finde das gut, weil du willst ja im Leben, auch im Berufsleben, immer erfolgreich sein. Deswegen ist es halt für euch draußen auch natürlich sehr, sehr wichtig, auch wenn ihr im Berufsleben seid. Versucht immer das Beste. Es kann eine Arbeit sein, eine Klausur sein, es kann auch E-Sports sein. Versucht immer der Beste zu sein und ehrgeizig zu sein, fleißig zu sein und ja, wie gesagt, also ich bin halt sehr ehrgeizig. Viele haben mich halt gefragt, ey Jan, wie teilst du dir die Spiele auf? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Also letztes Jahr war das so, dass ich halt versucht habe, bei den 40 Spielen, war ja halt 10 Spiele mehr. Wie habe ich das gemacht damals? Ich habe halt freitags immer so 12 bis 15 Spiele gespielt damals. Und Samstag dann die restlichen 10, 15 und den Rest dann habe ich einfach am Sonntag gespielt. Und dieses Jahr, wenn ich jetzt einen wichtigen Termin habe, Freitag oder Samstag oder am Sonntag, egal welcher Tag jetzt, versuche ich halt, wenn ich jetzt Sonntag nur 5 Spiele machen kann, versuche ich halt am Freitag und Samstag dann jeweils 10 Spiele mindestens zu machen. Ja? Also zum Beispiel Montag dann, am Samstag dann zum Beispiel 10 Spiele und am Freitag dann 15 Spiele, ja. Dann spiele ich den Rest halt am Sonntag. Aber ich versuche das halt so, wenn ich wirklich auch die Zeit habe, dass ich dann am Freitag, am Samstag und am Sonntag 10 Spiele jeweils zu machen, ja. Das ist sehr wichtig, weil dann machst du halt weniger Druck, du hast Zeit und kannst dich halt auf die Spiele dann besser konzentrieren, weil wenn du jetzt auf einmal 20 Spiele machst, kannst du dich auf die Spiele nicht so gut konzentrieren, ja, das ist sehr wichtig, denn der Kopf braucht halt wirklich Ruhe, wenn ihr Weekend League spielt oder so ein wichtiges Turnier spielt, deswegen empfehle ich euch wirklich die Spiele aufzuteilen, falls ihr jetzt am Samstag oder Sonntag auf einer Hochzeit seid oder auf so einer Feier oder so, dies und das, dann versucht das Ganze einfach, ja, spielt dann zum Beispiel frühs, ja, sagen wir mal am Freitag schon 5 Spiele oder 6, 7 Spiele, dann macht wieder Pause, spielt dann Mittag oder abends erst wieder oder nachts erst, wenn ihr die Zeit habt natürlich, die restlichen 6, 7 Spiele, weil wirklich, du stehst manchmal 10-0, sagen wir in der Weekend League, dann stehst du auf einmal 10-3. Ja, und das ist einfach Abfuck. Ich kenne das von mir. Letztens stand ich auch irgendwie 25-0 und dann habe ich gepatzt einfach, stand dann 28-2. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Deswegen versucht euch wirklich die Spiele aufzuteilen. Was ich als Tipp geben kann, natürlich regelmäßig gut trinken, ist auch sehr wichtig. Versucht euch wirklich auf die Spiele zu konzentrieren, ja, das ist der wichtigste Tipp. Motiviert euch, denkt euch einfach, ich bin besser als der Gegner, das ist sehr wichtig.
Vor allem mental. FIFA 19 ist mental sehr wichtig, Leute. Ja, FIFA 17 und 18 war das auch. Aber 19 ist ein Tick mehr sogar, finde ich. Zum Beispiel habe ich das in Bukarest gemerkt. Ich bin mental einfach viel, viel besser als die letzten Jahre. Ja. Was heißt mental gut? Also nicht über jede Kleinigkeit aufzuregen. Natürlich passiert es ab und zu mal, aber es ist nicht mehr so krass wie FIFA 18 zum Beispiel. Es ist halt schwer natürlich, wenn du direkt einen neuen Verein dann präsentierst, direkt auch Erster zu werden. Das ist natürlich immer das Ziel, aber es ist halt wirklich, wie gesagt, mental ein bisschen schwer. Aber ja, ich bin einfach zufrieden, Leute. Wie gesagt, mental einfach fit sein, motivieren, trainieren. Jungs, ihr müsst in FIFA 19 wirklich viel trainieren, um besser zu werden, ja. Viel von den Profis abzugucken, von mir natürlich. Meine Gameplays, meine Taktikvideos, das ist halt wichtig. Macht das regelmäßig, versucht die Sachen, was ich zum Beispiel bei dem Gameplay so hier alles so zeige, ja, auch zu Hause dann umzusetzen gegen Freunde in der Weekend League, Division Rivals. Versucht das Ganze mal zu machen, gebt mir euer Feedback auf Instagram und sagt mir einfach, wie es euch gelingt einfach, ja. Wie gesagt, also versucht es umzusetzen, was ich euch versuche beizubringen. Ob das Gameplay, wie gesagt, Schüsse, Gameplay oder Taktiken. Sowas müsst ihr alles mitnehmen. Und ja, das war's auch zu dem Video, Leute. Wir sehen uns bei dem nächsten Video und ich werde jetzt gleich nach London fliegen. Um 18 Uhr ist mein Flieger. Ich guck mal, wie spät es gerade ist. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lange machen. 14:53 Uhr. Also ich muss mich langsam vorbereiten und nach London. Wünsche mir einfach Glück. Falls ihr natürlich ein Update immer haben wollt, folgt mir auf Instagram und auf Twitter oder auf Facebook. Ich werde es überall ankündigen und ja, wir sehen uns bei dem nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.